Der Bürostuhl ist immer unbequem. Der Gurt im Auto sitzt eher am Hals als an der Schulter. Solche Probleme haben viele Frauen im Alltag. Aber das liegt nicht an uns, sondern daran, dass viele Dinge ausschließlich für männliche Maße entworfen sind. Und basierend auf männlichen Daten. Forscherinnen und Forscher nennen das Gender Data Gap. Aber es geht auch besser. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, da fragt man sich, warum macht er das eigentlich? Alexei Nawalny. Er wurde bedroht, vergiftet und sitzt nun im Gefängnis. Russlands Mächtige sagen nicht einmal seinen Namen. Wladimir Putin scheint kaum jemanden so zu fürchten wie ihn. Wie tickt er? Und warum ist er für den Kreml so gefährlich? Bei mir ist alles gut, hat Alexei Nawalny jedenfalls vor kurzem aus dem Gefängnis geschrieben. Und bei uns übernehmen gleich meine Kollegen Claire und Harro. Das haben sie mitgebracht. Willkommen zurück. Heute sind vernetzte Hightech-Teile wie dieses Bike das heißeste in Sachen Sportgeräte. Früher sahen angesagte Trainingsgadgets so aus. Aber was bitte trainiert man damit? Meine Kollegen Harro und Claire haben sich warm gelaufen und müssen das jetzt erraten. Das, was diese Frauen da machen, war in Deutschland mal verboten. Arbeiten, Autofahren, mit dem eigenen Konto bezahlen. Das ging nur mit männlicher Zustimmung. Was würden Sie sagen? Bis wann durfte ein Mann einfach so seiner Frau den Job kündigen? Raten Sie jetzt mit in der Galileo-App. Wir lernen nun Pionierinnen kennen, die die Welt gewaltig verändert haben. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Auf jeden Fall und zum Glück. Und morgen stellen wir Ihnen Spot vor, den Kollegen der Zukunft. Total verrückt, das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Hier auf ProSieben geht es jetzt weiter mit Young Sheldon. Ganz viel Spaß dabei, einen schönen Abend und machen Sie es gut. Tschüss.